Ja, auch von meiner Seite guten Abend und danke für die Einladung. Mein Bereich wird die Notfälle bis zur Geburt abdecken. Das heißt, wir sprechen über alle jene Notfälle, die Sie treffen können, wenn Sie mit einer Schwangeren zu tun haben. Grundsätzlich gibt es Besonderheiten bei schwangeren Frauen, nämlich es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wo zwei oder sogar mehr Personen betroffen sind. Ja. Bei Einlingen betrifft es die Mutter und das ungeborene Kind, bei Mehrlingen mehrere Kinder. Ein Grundsatz, den Sie immer befolgen sollten: Die Mutter hat immer Vorrang. Ja. Es nützt Ihnen nichts, der Mutter eine Therapie nicht zu geben oder von einer Therapie Abstand zu nehmen, um dem Kind nicht zu schaden. In Notfallsituationen passiert dann genau das Umgekehrte. Es gibt de facto kein lebendes Kind ohne lebende Mutter. Wichtig für Sie ist auch noch der Zeitpunkt der Schwangerschaft, um abzuschätzen, welche Entscheidungen Sie treffen. Die Lebensfähigkeit des Kindes ist ganz bedeutend für unsere Entscheidungen in der Notfallbehandlung. Und was Sie sich grundsätzlich gleich einmal merken können: Der große Stress ist meistens außerklinisch nicht begründet. Die außerklinischen Geburten sind meistens die komplikationsarmsten. Grundsätzlich haben wir bei Schwangeren mit vier Hauptsymptomen zu tun. Das sind einmal die Schmerzen, die Blutung, Krämpfe oder die Hypertonie, die uns jetzt durch den ganzen Vortrag begleiten werden. Was gibt es für mögliche Blutungsursachen? Es gibt einmal voran die Zeichnungsblutung. Das heißt, es beginnt eigentlich die Geburt. Meistens geht der Schleimfropf, der die Zervix verschließt, ab. Das ist mit einer leichten Blutung verbunden. Das ist eigentlich physiologisch. Kann in Zusammenhang stehen mit vorzeitiger Wehentätigkeit. Das heißt, Wehen treten zu früh im Verhältnis zur Schwangerschaftsdauer auf. Ist natürlich auch ein Beginn der Wehentätigkeit, somit mit Blutung. Deutlich dramatischer sind Plazentalösungen, Plazenta-Previa-Blutungen. Die kommen dann später im Detail. Es gibt auch die Plazenta Previa und Plazentationsstörungen. Es gibt Ektopien, das heißt, es ist einfach so, dass der Muttermund deutlich vulnerabler ist in der Schwangerschaft und es dort leichter zu Blutungen kommen kann, vor allem auch nach Geschlechtsverkehr. Das ist ein sehr häufiger Grund, dass Rettungsdienst alarmiert wird in der Schwangerschaft und in die Klinik gebracht wird, sind diese Blutungen nach Geschlechtsverkehr und natürlich auch die Blutungen in jeder Form des Aborts, je nachdem von der Schwangerschaft abhängig. Zur Plazenta previa. Das ist grundsätzlich ein sehr seltenes Ereignis. Wenn Sie sich aber unten anschauen, was die Risikofaktoren sind, nämlich Zustand nach Sektio, wird diese Zahl sicher steigen. Es steigt die Rate an Sektiones, damit steigt auch die Rate aller Komplikationen bei Zustand nach Sektio. Derzeit 0,5% der Schwangerschaften. Weiterer Risikofaktor: schnelle Schwangerschaftsfolge bzw. Zustand nach Fehlgeburten. Was bedeutet das jetzt? Sie sehen hier, die normale Plazenta-Lokalisation ist weit weg vom Muttermund. Bei einer Plazenta previa partialis geht die Plazenta sehr nah an den Muttermund heran. Das heißt, sämtliche Wehentätigkeiten, die jetzt hier mit einer Öffnung des Muttermundes einhergehen, würden hier dazu führen, dass es zu Blutungen kommt. Und in der extremsten Ausformung die Plazenta previa totalis, bei der eben der Mutterkuchen den gesamten Geburtsweg, deswegen auch previa, verschließt. Es gibt dann noch eine dritte Form, die im Rettungsdienst nicht entscheidend ist, die wir aber klinisch unterscheiden. Das wäre die Marginalis, wo der Mutterkuchen relativ tief unten sitzt, spielt aber letztendlich präklinisch keine Rolle. Wie kommt man jetzt drauf, dass es eine Blutung aus einer Plazenta previa ist? Was Sie in der Regel vorfinden oder immer bedenken sollten: Es gibt einen Mutter-Kind-Pass. Eine Plazenta previa ab dem dritten Trimenon, weil ab dort wird sie sozusagen erst diagnostiziert. In der vorherigen Phase der Schwangerschaft könnte sie nämlich durch das Wachstum der Gebärmutter nach oben wandern, ist für den Geburtshelfer ganz entscheidend und wird daher immer im Mutter-Kind-Pass vermerkt. Die Blutung kann lebensbedrohlich für das Kind sein. Sie sollten auch, wenn Sie zu einer Schwangeren kommen, die blutet und Sie wissen es, keine vaginalen Untersuchungen durchführen. Und zwar aus dem Grund, dass, wie man sich vorstellen kann, der Mutterkuchen relativ tief sitzt, dort auch sehr dicke Blutgefäße, Arterien und Venen der Plazenta verlaufen können, Sie diese durch die vaginale Untersuchung erst recht eröffnen könnten. Die Therapie oder das Vorgehen ist einfach eine Kreislaufstabilisierung. Sie können eine Infusionstherapie durchführen, je nach Schwangerschaftswoche. Das ist auch das, was ich am Eingang gemeint habe, entweder in eine Geburtshilfe oder bereits in ein Zentrum mit Neonatologie. Die Therapie der Wahl ist die Entbindung mittels Sektio.
Die zweite große Blutungsursache ist die vorzeitige Plazentalösung. Das ist ein Ereignis, das lebensbedrohlich für Mutter und Kind ist. Kommt vor bei der Präeklampsie, bei Überdehnungen der Gebärmutter, das ist vor allem bei Mehrlingen oder bei vermehrtem Fruchtwasser, beziehungsweise auch bei speziellen Kindslagen. Ja. Bei Querlagen ist es so, dass das Kind dann den Uterus atypisch weit dehnt. Traumen, zu denen kommen wir später auch noch. Die Blutung ist dunkel und der Unterschied ist der, Sie können hier den Blutverlust nicht einschätzen. Es kann sein, dass wenn sich die Plazenta vorzeitig löst, dass die Blutung nach innen geht, ins Fruchtwasser, dieses Blut natürlich verloren wird, es aber nach außen hin nicht auffällt. Ganz wichtig ist dabei, keine Venenhemmung durchzuführen, keine Dokolyse. Auch hier ist die Therapie die rasche Entbindung. In dem Fall habe ich nicht, in den meisten Fällen ist es dann auch eine Sektio. Es könnte aber auch sein, je nach Geburtsfortschritt, dass die vaginale Entbindung der schnellere Weg ist und dann würde man diese forcieren. Kurz zur Unterscheidung. Die Plazenta previa hat eine hellrote Blutung. Die der vorzeitigen Plazentalösung ist dunkel. Previa-Blutung ist immer schmerzlos, die vorzeitige Plazentalösung schmerzhaft. Previa rezidiviert, das heißt, sie kann auch durchaus wieder mal aufhören und wieder beginnen oder mit einmal Blutung erledigt sein. Die vorzeitige Plazentalösung blutet, sofern sie nach außen blutet, kontinuierlich. Das Abdomen ist weich bei der Previa-Blutung, bei der vorzeitigen Plazentalösung ist es gespannt und der Uterus brett hart. Zusätzlich kommt es zu einer Dauerkontraktion und jetzt erklärt sich es relativ einfach, warum Sie hier keine Wehenhemmung durchführen sollten. In dem Moment, wo der Uterus massiv kontrahiert ist, verschließen sich sehr viele der kleinen Gefäße. Das ist derselbe Mechanismus, der nach der Geburt passiert. Wenn Sie gegen diesen Mechanismus anarbeiten und diese sozusagen Tonisierung aufheben, öffnen sich alle diese Gefäße, es kommt zu einem noch stärkeren Blutverlust und zusätzlich vermehrt sich die Durchblutung der Gebärmutter. Das heißt, sie verschlechtern die Gesamtsituation. Bei der Previa-Blutung brauchen Sie deshalb keine Dokolyse, beziehungsweise wenn Sie eine machen würden, passiert auch nichts, weil es keine Wehen gibt und der Uterustonus normal ist. Ja. Die Blutungen generell sind heute noch auch im klinischen Bereich die Hauptursache der perinatalen mütterlichen Mortalität. Die Ursache ist immer die vorzeitige Lösungsblutung der Plazenta, egal ob sie richtig oder falsch sitzt. Das, was Sie hier sehen auf diesem Bild, ist eine vorzeitig gelöste Plazenta. Das war der Teil, der korrekt anhaftet und hier können Sie sehen, das ist der gelöste Teil mit dem alten Blut. Man kann sich auch gut vorstellen, wenn das nach innen blutet, dass man es erstens nicht bemerkt und zweitens das Kind intrauterin verstirbt, bevor man eigentlich erst eine vaginale Blutung merkt. Die Maßnahmen, die man präklinisch durchführen könnte, grundsätzlich keine vaginalen Untersuchungen. Keine Tamponaden, weil auch das entspricht eigentlich dem Prinzip, dass Sie von unten einen Druck aufbauen, der gegen die Zervix wirkt, der wiederum mit den Scherkräften zur Entblutung führen kann. Sie lagern die Patientin flach, Sie heben die Beine 30 Grad hoch, Autotransfusion, venöse Zugänge, Volumen, Sauerstoff und je nachdem nach Schwangerschaftswoche entweder in eine Klinik mit einer Geburtshilfe oder Sie bringen die Patientin in ein Zentrum. Der nächste Punkt, der zu einer massiven Komplikation führen kann, ist die Uterusruptur. Die Uterusruptur ist grundsätzlich ein seltenes Ereignis, aber auch hier, wie Sie sehen, als Hauptrisikofaktor die vorherigen Uterusoperationen. Das ist natürlich auch ein Kaiserschnitt. Und zwar sind alle jene Uterusoperationen, bei denen die Integrität des Myometriums, also der Gebärmuttermuskulatur, eröffnet wird. Das kann auch durchaus einmal eine Myomentfernung sein. Immer dann steigt das Risiko einer Ruptur. Auch gewisse Anzahl an Kuretagen kann zu seiner Uterusruptur führen. Ansonsten 1 zu 1500 Geburten, auch diese Zahl ist im Steigen begriffen. Der Uterus bicornis, sofern das bekannt ist, ist eine anatomische Variante der Gebärmutter, die vermehrt mit Rupturen einhergeht, ist aber grundsätzlich auch selten. Lageanomalien, auch hier häufiger bei Beckenendlagen, bei sogenannten dystoken Wehen. Das sind Wehenstürme, bei denen es zu einer Dauerkontraktion der Gebärmutter kommt, ohne dass sie jemals erschlafft. Und, was dann später noch einmal kommt, die starke Gewalteinwirkung von außen. Wir unterscheiden eine komplette Ruptur und eine gedeckte Ruptur. Bei der kompletten Ruptur treten kindliche Teile in das Abdomen der Frau aus. Das heißt, die Gebärmutter ist komplett in ihrer Kontinuität durchbrochen
und das Kind befindet sich eigentlich im freien Bauchraum. Bei der gedeckten Ruptur bleibt der peritoneale Überzug erhalten. Wir wissen aus Studien, vor allem vom Professor Huslein aus dem AKH Wien, da war die große Fragestellung, wie viele Millimeter brauchen wir Gebärmutterwand, um eine Schwangerschaft zu halten, und das sind 2 Millimeter. Das ist relativ wenig. Das heißt, trotzdem, nach Operationen kann man sich das vorstellen, dass man da relativ nah dran kommt, aber wenn diese 2 Millimeter sozusagen unterschritten werden, droht die Gefahr der Ruptur. Was sind die Symptome? Es sind einmal sehr, sehr starke Wehen bzw. ein Wehensturm. Wenn Sie im Rettungsdienst zu einer Gebärenden kommen, ja, werden Sie merken, dass die Wehen kontinuierlich Pausen haben, ja, und diese berühmten Abstände werden kürzer. Bei einer drohenden Uterusruptur ist es eine Dauerkontraktion. Die Schmerzen sind vor allem im unteren Uterinsegment. Auch das ist sehr schwer zu unterscheiden von normalen Wehen. Ja. Grundsätzlich ist immer Vorsicht geboten, wenn Sie sehen, es gab einmal einen Kaiserschnitt, das heißt, Sie haben diese berühmte Pfannenstielche oder mediane Unterbauchlaparotomie, dann müssten Sie eigentlich an eine Ruptur denken. Der Bandelring, das werde ich dann später noch erklären, oder die Bandelsche Furche. Wenn es wirklich zu einer kompletten Ruptur kommt und das Kind in der freien Bauchhöhle liegt, natürlich Schocksymptomatik, und manchmal ist das Kind sogar unter der Bauchdecke tastbar. Ausschauen tut das jetzt so, hier sehen Sie ein Bild von einem Kaiserschnitt. Man sieht, man hat das sogar noch angezeichnet, median. Und bereits beim Eröffnen des Abdomens sieht man da die Hand des Kindes. Also das ist eine komplette Ruptur. Kindliche Teile in der freien Bauchhöhle. Hier sehen Sie eine Ruptur an der Hinterwand der Gebärmutter, wo die Integrität durchbrochen ist. Auch hier eine komplette Ruptur, wo nach Eröffnen des Abdomens das Kind eigentlich fast bis zur Schulter, da hinten ist der Darm, in der freien Bauchhöhle liegt. Ja. Dass das massivst lebensbedrohlich für Mutter und Kind ist, glaube ich, braucht man nicht näher zu erläutern. Kurz noch zu dieser Bandelfurche, wie Sie das eventuell einschätzen könnten. Es ist nämlich ein österreichischer Gynäkologe des vorigen Jahrhunderts oder Geburtshelfer gewesen, der diesen Ring beschrieben hat, wobei man hier sieht, dass das obere Uterinsegment zurückgezogen ist, das untere ist ausgeweitet. Und wenn dieser Ring nach oben wandert, wenn Sie wirklich merken, dass der Richtung oberes Uterinsegment tastet, dann ist das der deutliche Hinweis auf eine drohende Uterusruptur. Das ist letztes Jahr in Deutschland passiert, da wurde es nicht erkannt. Und wenn Sie es auf die Titelseite der Bild-Zeitung schaffen wollen, dann übersehen Sie sowas und schaffen es wirklich dann in den Schlagzeilen zu enden. Also in dem Fall wirklich tragischer Verlauf. Was natürlich auch immer wieder im Rettungsdienst auftreten kann, sind Unfalltraumen. Das passiert sehr oft, Sie kennen das alle, Sie kommen vom banalen Auffahrunfall bis hin wirklich zu Hochgeschwindigkeitsunfällen, sind Schwangere beteiligt. Bis zur 16. Schwangerschaftswoche ist dir grundsätzlich die Frucht extrem gut durch den Beckenring geschützt. Also da brauchen Sie schon ein Hochgeschwindigkeitstrauma, meistens mit Beckenfrakturen, dass in der Woche die Schwangerschaft in Gefahr wäre. Was wir aber auch immer wieder sehen, ist Gewalt auf das Abdomen. Also auch das gibt es, wo dann ganz gezielt auch Gewalt im Sinne von Verbrechen ausgeübt wird. Kann wiederum zu einer Plazentalösung führen, kann zu Frühgeburten führen, kann zur Uterusruptur führen oder zum intrauterinen Fruchttod. Und letztendlich gibt es auch natürlich das penetrierende abdominelle Trauma, wobei auch hier immer wieder gilt, die Mutter hat natürlich in ihrer Behandlung Vorrang, denn wenn ihnen die Mutter verstirbt, ist mit der Schwangerschaft im Prinzip auch vorbei. Es ist dann auch immer wieder die Frage mit dem Gurt, der da sozusagen eine Rolle spielt. Es gibt jetzt dieses Be Safe Advice, wo man sozusagen hier sieht, wie ein Gurt nicht angelegt werden sollte, weil Sie können sich vorstellen, wenn jetzt sozusagen ein abrupter Bremsvorgang oder Aufprall passiert, ist die gesamte Energie auf diesem Gurt, auf dem roten, direkt über dem Uterus und über dem Kind. Und dieses Advice soll sozusagen hier den Druck unter dem Kind hinein verteilen. Man setzt sich da einfach drauf, wickelt den Gurt da durch, also so ähnlich wie bei Rennfahrern, und der obere Teil bleibt sozusagen gleich. Der nächste Punkt bei den Symptomen, anfangs genannt, sind Schmerzen. Wie das Wort Wehen sagt, kommt es von Weh. Ja? Das heißt, wie differenzieren wir Wehen und einen Schmerz, der nicht typisch ist für die Schwangerschaft?
Wichtig deshalb zu erkennen, vor allem wenn man wenig Hilfsmittel hat präklinisch, handelt es sich um eine vorzeitige Wehentätigkeit, um die Entscheidung zu treffen, brauchen wir eine Dokolyse oder nicht, das heißt eine Wehenhemmung. Hierbei natürlich müssen wir für die Neonatologen, wenn es vor der 34. Woche ist, idealste Voraussetzungen schaffen und versuchen sozusagen die Geburt zu bremsen. Wenn Sie das wissen, meistens über den Mutter-Kind-Pass oder wenn Sie die Schwangere fragen, die meisten Frauen wissen, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befinden, dann hilft Ihnen das bei der Entscheidung, erstens führe ich eine Dokolyse durch und vor allem die zweite, wo bringe ich die Frau hin? Der vorzeitige Blasensprung ist auch ein sehr häufiger Grund, dass die Rettung gerufen wird. Definiert ist der vorzeitige Blasensprung als Blasensprung vor Beginn von regelmäßiger Wehentätigkeit. Ja? Was Sie in der Situation nicht wissen, Sie können es nicht unterscheiden präklinisch. Wir haben da unten diesen sogenannten PROM-Test, mit dem Sie ganz leicht durch einen Abstrich aus der Scheide nachweisen können, ob die abrinnende Flüssigkeit Fruchtwasser ist oder vielleicht doch nur Urin. Das können Sie präklinisch meist nicht oder Sie werden das nicht mithaben. Also bewerten wir jeden Blasensprung vorzeitig so, als ob es wirklich einer wäre. Der Transport ist dann liegend. Warum? Sie wissen auch nicht, wie das Kind liegt. Was Ihnen allerdings passieren kann, wenn die Frau aufsteht, ist eine geburtshilfliche Katastrophe, nämlich der sogenannte Vorfall kleiner Teile. Vor allem bei Mehrgebärenden kann diese Muttermundseröffnung recht rasch gehen. Würde das Kind dann nicht abdichten, kann Ihnen passieren, dass die Nabelschnur vorfällt. Und das würde bedeuten, wenn das Kind jetzt weiter tiefer tritt im Rahmen der Geburt, komprimiert das Kind die eigene Versorgung und verstirbt. Das zweite Problem, wenn ein Arm oder ein Fuß vorliegt, auch das kann sein, das finden Sie alles, diese Bücher in den Lehrbüchern für Geburtshilfe, weil diese Probleme können auch genauso gut klinisch auftreten, dann müssen Sie im Prinzip auch eine Schnittentbindung durchführen, relativ rasch, weil sonst durch dieses Vorfallen dieser Teile das Kind auch akut gefährdet ist. Wiederum die Anamnese, wenn Sie einen vorzeitigen Blasensprung am Termin haben, oder Sie wissen, wir sind nach der 34. Schwangerschaftswoche und das Kind geht sozusagen Richtung reifes Kind, brauchen Sie keine Therapie durchzuführen, sondern fahren einfach eine Geburtsklinik an. Und bei den früheren Wochen, wie gesagt, ist eine Dokolyse zu erwähnen. Das nächste Problem, das uns präklinisch bei Schwangeren verfolgt, beziehungsweise weshalb die Rettung gerufen wird, ist die Präeklampsie. Ich habe dann dieses englische Bild gefunden, weil es sehr schön gegenüberstellt, was es eigentlich bedeutet. Unsere Großmüttergeneration fasst unter dem Begriff Schwangerschaftsvergiftung diese ganzen klinischen Begriffe Präeklampsie, Eklampsie, Help-Syndrom zusammen und zeigt eigentlich von den Auswirkungen her gar nicht schlecht, was eine Vergiftung ausmachen kann bei einer schwangeren Frau. Und zwar haben Sie natürlich die Auswirkungen einmal zerebral bei der Mutter. Es kann zu zerebralen Ödemen, zerebralen Blutungen bis hin zu Schlaganfällen kommen. Die Leber ist betroffen. Das heißt, es kann zu einer Leberruptur führen, es kann zu Leberblutungen, Leberkapselrissen führen. Sie haben auf das Gerinnungssystem eine disseminierte intravasale Gerinnung bzw. das HELLP-Syndrom mit Hypertonie und den erhöhten Leberwerten und den verminderten Thrombozyten. Sie können renale Probleme haben mit einer Oliguria bis hin zu renalen Versagen und ein Lungenödem. Das heißt, alle diese Symptome könnten im Rahmen einer Präeklampsie bei der Mutter auftreten. Was bedeutet das fürs Kind? Es kann zur Frühgeburtlichkeit kommen, es kann zum intrauterinen Fruchttod kommen, zu Plazenta-Lösungen. Würde das über längere Zeit bestehen, wenn es sozusagen nicht akut übergeht in die Eklampsie, bedeutet das, dass es zu einer uteroplazentaren Insuffizienz führt. Das heißt, die Kinder werden mangelversorgt, die Kinder werden zu klein. Grundsätzlich, wie erkennt man das an einer Schwangeren? Es ist eine rasche Zunahme von Ödemen, vor allem im Gesicht und im Extremitätenbereich. Der Blutdruck 140 zu 90 ist für Schwangere eine leichte Hypertonie, 170 zu 110 schwer und eine Proteinurie, wobei Sie diese Proteinurie natürlich präklinisch nicht messen können. Bei schweren Formen der Präeklampsie ist natürlich die Differentialdiagnose wichtig. Was macht sonst noch Hypertonie und Bauchschmerzen? Es gibt natürlich zig Differentialdiagnosen, die auch jetzt präklinisch nicht wirklich relevant sind.
Frauen, die eine schwangerschaftsinduzierte Hypertonie haben, das heißt eine isolierte Hypertonie, die in der Schwangerschaft erstmals auftritt, die wissen das meistens, weil sie eine Prämedikation bekommen. Die Präeklampsie macht Erbrechen, Sehstörungen, Kopfschmerzen, Zyanose und das Lungenödem. Die Therapie ist die rasche Entbindung. Für den Transport dort hinten sollten Sie die Frau oxygenieren, den Blutdruck stabilisieren, wobei eine zu drastische Blutdrucksenkung in dem Fall auch kontraproduktiv wäre, vor allem fürs Kind. Wir transportieren in Linksseitenlage. Hier geht es vor allem auch um die Durchblutung des Kindes, beziehungsweise auch um den Rückfluss bei der Frau. Eine Infusionstherapie und vor allem der letzte Punkt ist entscheidend, bereiten Sie sich auf die mögliche Eklampsie vor. Die Eklampsie beginnt jetzt mit einer Aura. Das sind, wie gesagt, Kopfschmerzen, Flimmern, Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen. Die Frau wird motorisch unruhig, sie bekommt Atemnot, starren Blick, meist auch erweiterte Pupillen und es beginnt mit einer tonischen Phase, die 20 Sekunden andauert meist, mit einer Muskelstarre, den weiten Pupillen und dem starren Blick, gefolgt von der klonischen Phase, die im Schnitt 1 bis 2 Minuten dauert, manchmal auch länger dauern kann mit rhythmischen Zuckungen, beginnt meistens im Bereich der oberen Körperhälfte und geht dann auf die Extremitäten über. Das komatöse Zustandsbild, das danach folgt, Differentialdiagnose immer die Epilepsie. Was machen wir? Wir therapieren einmal den Blutdruck. Er sollte im systolisch unter 150 sein, diastolisch 80 bis 100. Wir geben 4 bis 6 Gramm Magnesiumsulfat über 15 bis 20 Minuten und dann, Sie wissen, wir haben in der Steiermark jetzt eine Gesundheitsreform, wenn Sie dann länger als eine Stunde ins nächste Krankenhaus fahren, sollten Sie 1 Gramm zur Erhaltungstherapie geben. Sie überprüfen dabei den Reflexstatus, die Atemfrequenz, 12 pro Minute, die Nierenfunktion soweit möglich, meistens nur anhand der Ausscheidung natürlich präklinisch messbar. Und das Antidot habe ich Ihnen auch dazu geschrieben, wenn es einmal wirklich zu viel wäre oder wenn es eine Epilepsie war, Calciumgluconat 10%ig langsam IV über 3 Minuten. Was Sie natürlich auch immer geben können, ist Dormicum, wie Sie es von der normalen Krampftherapie kennen und natürlich den Zungenkeil, den man bereitlegt. Die Fruchtwasserembolie ist grundsätzlich sehr selten, allerdings wenn Sie sie haben, mit einer extrem hohen Mortalität verbunden. Es sterben 80% der Mütter und 50% der Kinder. Die Geburt ist eine mögliche Ursache oder das Abdominaltrauma. Da im Prinzip haben Sie die einzige Möglichkeit, dass Sie eine Schocktherapie durchführen. Ganz kurz noch einmal hier zusammengefasst, was passiert. Sie haben als nach der Geburt oder nach diesem Trauma Dyspnoe, fetale Bradykardie und eine Schocksymptomatik. Es kommt zu einer disseminierten intravasalen Gerinnung, zur Uterusatonie und in weiterer Folge zu einem Multiorganversagen. Und das führt eben zu diesen massiv hohen mütterlichen Mortalitätsraten und auch kindlichen Mortalitätsraten. Ich habe Ihnen jetzt am Ende noch einmal in dem Vortrag die wichtigsten Medikamente zusammengefasst, beziehungsweise wie führt man das durch, weil Sie müssen das ja auch praktisch machen. Eine Tokolyse verwenden wir State-of-the-art Traktozile. Der Wirkstoff ist Atosiban, das ist ein Oxytocin-Rezeptor-Agonist. Das heißt, er verdrängt das körpereigene Oxytocin, beheftet den Rezeptor und verhindert dadurch die Wehentätigkeit. Sie geben einen Bolus, das ist eine Ampulle, und dann 18 Milligramm für 3 Stunden. Wie gesagt, je nach Gesundheitsreform, wenn Sie dann 3 Stunden ins nächste Krankenhaus fahren, müssen Sie das durchführen und dann für 45 Stunden 6 Milligramm, also das ist dann hoffentlich meist schon klinisch. Haben Sie das nicht im Rettungsdienst, geht eine Tokolyse auch mit Prikanyl, entweder eine Ampulle auf 10 Milliliter Nazel oder Sie verwenden Asthmasprays, Beta-Sympathomimetika. Das ist zwar jetzt nicht mehr für die klinische Tokolyse, aber bevor Sie gar nichts haben, versuchen Sie das. Das Günepral, weil das von schon vorher angesprochen wurde, habe ich absichtlich nicht mehr hinaufgenommen, weil es laut heutigen Informationsstand vom Markt genommen wird noch dieses Jahr. Blutdruck senken wir bei der Schwangeren mit Urapidil, langsam IV, noch einmal systolisch und diastolisch die Blutdruckwerte und dabei eben auch eine fetale Versorgung mitbedenken. Das heißt, wenn Sie vor allem eine Schwangere haben, die diesen Hypertonus über längere Zeit hat und Sie das akut senken, haben wir natürlich das Problem, dass die fetoplazentare Transfusion auch sozusagen oder der Blutaustausch hier auch reduziert wird. Anfallsbehandlung, das Ihnen allen bekannte Dormicum
und das Magnesiumgluconat 4 Gramm als Bolus und dann eben als Erhaltungstherapie 5 Ampullen über den Perfusor. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Gibt's Fragen?